Ja, moin moin, herzlich willkommen bei Sodori TV. Diesmal ein Tag Verspätung, weil ihr hört es an meiner Stimme. Ich bin ein wenig krank, aber nichtsdestotrotz wollen wir euch eine Folge Sodori TV gönnen. Weiter geht's nach dem Intro. Jo, gestern hat es mich voll aus dem Leben geschallert, quasi. Ganzen Tag im Bett verbracht und im Koma gelegen. Heute ist auch noch nicht so geil, man hört es vielleicht an meiner Stimme, wie gesagt. Nichtsdestotrotz machen wir das ein bisschen kurz, weil sprechen ist nicht so geil. Also, wir gucken uns mal wieder die ganzen Themen an. Was haben wir in Social Media so produziert? Da ist unser Kollege Völke wieder ganz stark dabei und postet fleißig Input aus dem Clubraum. So, hier haben wir wieder ein bisschen Gaslands und zwar Zombies wurden gejagt. Ich glaube, das sind von Zombieside-Zombies. Witzig, witzig. Müsste man jetzt natürlich noch anmalen, ne? Aber es ist ein Brettspiel, da wird nicht viel bemalt, das ist klar. Das Kettenschwert ist auch geil, was an der Seite raushängt. So, ich klick mal nur durch. Da muss ich mich doch mal einklinken. Bedeutet das, der arme Zombie, der irgendwie 3 Bilder zuvor da oben drin war, haben sie den angezündet? Wait a minute. Nee, Katze, jetzt nicht. Das Ding ist auch geil mit dem Anhänger, mit der Turbine oben drauf. Ja, wieder mal sehr schön. Und da sind wir einmal rum. So, mal gucken, haben wir noch was? Auch nochmal Gaslands hier von dem Umbau. Ein bisschen Infinity haben wir gehabt. Oh, Entschuldigung. Oh. Sehr cool. Ich finde, das ist auch immer die Stärke, wenn du die Kamera so runternimmst und durch die Straßenschluchten fotografierst. Aber wird echt mal wieder Zeit. Wird echt mal wieder Zeit. Ja, sehr, sehr cool. So, ich glaube, viel mehr haben wir gar nicht. Das hatten wir, glaube ich, schon. Ne, 4 Tage. Das heißt, X-Wing wurde auch wieder gespielt. Das sind auch so die Klassiker, also die schon einen festen Standpunkt haben. Was nicht heißt, dass nicht noch mehr gespielt wird. Nichtsdestotrotz ist es leider Gottes so, dass nicht alles, was gespielt wird, auch im Kalender oder auf Facebook landet. Da nochmal Aufforderung an die Mitglieder, ey, gebt uns Input und wenn es nur ein Bild von eurem Heldenbogen ist oder ein paar Würfel neben der Keksdose vom Rollenspielabend, das ist scheißegal, wir können alles verhackstücken. So, Duri ist halt so vielschichtig und das würden wir gern zeigen. So. Ja. Wie gesagt, X-Wing, Infinity, feste Monate, feste Wochentermine. So. Hier haben wir noch eine Runde. Was? Conquest Last Argument of Kings. Sagt mir gar nichts. Sieht auf jeden Fall ganz interessant aus.
Armeen sind relativ neu, wie es aussieht, weil vieles noch nicht bemalt, aber gerade wild am Arbeiten. Hat so ein bisschen Fantasy-Vibes gerade. Wird wahrscheinlich, verzeiht mir, völlig anders sein, aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus, vom Charakterdesign her. Jo, nice. Sagt mir in der Tat gar nichts. Scheint aber ein neues, bestimmt ein neues Spiel. Parabellum sagt mir auch nichts. Der Hersteller sagt mir nicht mal was. Aber ich bin auch ein bisschen raus. So, das zum Thema Facebook. So, dann gucken wir noch mal ganz schnell, bevor meine Stimme ganz am Arsch ist. Gucken wir uns noch die Termine von dieser Woche an. Und zwar, heute haben wir noch nichts. So, morgen ist wieder Infinity Fire Team, wie gewohnt. Und wir haben unsere Drachen, unsere DSA-Runde in Hennstedt-Ulzburg, ist das, glaube ich. Nee, hier, bei mir zu Hause. Also hier ist DSA in Lenfurden und im Clubraum gibt es Infinity Fire Team. Am Mittwoch, dem 7., haben wir um 18 Uhr X-Wing. Und um 19 Uhr ist dann das erste Mal Mittwochsmalen im Clubraum. Das heißt, da wollen wir uns treffen und wollen wieder ein bisschen Miniaturen, eigentlich alles, was bemalt werden muss, anmalen im Clubraum. So. Ist auch so ein Event, was ab jetzt die alle 2 Wochen stattfinden wird. So, am Donnerstag haben wir dann wieder Fireteam Infinity. Und am Freitag ist unser Brettspielabend. Ab 19 Uhr geht das da los. So, am 10. ist dann der Airsoft-Stammtisch. Das erste Mal wieder seit Corona. Der geneigte Besucher kann da gerne vorbeischauen, sich das Ganze angucken, was wir Airsoft denn so machen. So, am 11. haben wir das Adventszocken drinne. Das ist ein Brettspiel-Event. Um 14 Uhr ist eine D&D-Runde noch am Sonntag. Und um 19 Uhr gibt es dann noch eine DSA-Runde im Hennstedt-Ulzburg. So. Das zu der kommenden Woche an Terminen. Ja, kurze Folge. Sorry, dass das gestern nicht kam. Aber wie gesagt, gestern lag ich entkumatös im Bett. Ich werde mich auch jetzt wieder ins Bett begeben. Aber ich wollte noch die Folge nachschieben für den Algorithmus. Alles klar, bis die Tage. Ich grüße euch. Bis denn. Und eine schöne Hobbywoche euch allen. Ciao, ciao.